Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellys Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, die letzte Woche war ja geprägt von sehr klarem, sehr frostigem Wetter und das war jetzt die Inspiration für dieses Bild, was ich heute mache, die Karte. Ich werde hier verschiedene Formen von Bäumen malen, in verschiedenen Blau, Hell, also Blau und Lila Tönen. Ich lasse das jetzt hier auch ein bisschen schneller laufen. Und werde das zum Ende hin dann noch mit Glitzerfarben versehen, mit Chamäleonfarben oder auch mit Metallicfarben. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier beim Zuschauen und wir hören uns später nochmal. Manche von den Bäumen werde ich überlappend malen. Das könnt ihr hier ganz gut sehen, bei den letzten Bäumen, die hier so passieren. Oder auch einfach nur mal ein bisschen versetzt dahinter gemalt. Das bleibt so wie in diesem Fall hier. Das bleibt euch überlassen, wie ihr es macht. Ihr könntet mit ganz hellen Farbtönen anfangen und dann alles überlappend malen. Und ja, ich war aber so ein bisschen kreuz und quer heute hier unterwegs. Und ja, verschiedene Formen. Ihr seht das, Kreise, Ovale, Herzformen, umgekehrt, was Quadratisches. Auch mal hier so mit diesen Punkten, dieses hier ein bisschen grafisch. Da sind eurer Fantasien keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da austoben und das machen, wie ihr mögt. Und es sieht immer ganz, ganz spannend trotzdem hinterher aus, egal was man da für Formen kombiniert. Für mich war es jetzt bei diesem Bild wichtig, dass die Farben nicht ineinander laufen. Von daher müssen zwischendurch immer wieder Trocknungsphasen sein und die einzelnen Bäume auch mal richtig durchtrocknen. Man kann das natürlich auch auf die andere Art und Weise machen, dass die Farben miteinander reagieren und ineinander laufen. Aber ich wollte es in diesem Fall klar abgegrenzt haben und daher lasse ich es immer wieder zwischendurch mal trocknen. Im nächsten Schritt geht es jetzt daran, mit den Glitzerfarben zu arbeiten. Das sind alles hier Farben von Victoria von VH Aquarell. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Dieses hier, was ich jetzt gerade benutze, ist ein ganz helles, ein heller Farbton, der nennt sich Mermaid Blau. Also es ist eigentlich fast ein Weißton, der mit einem Blauschimmer versehen ist. Und wenn die Farbe trocken ist, gibt das einen unheimlich tollen Effekt. Das Ganze gibt es bei ihr auch noch in Grüntönen, in Rosatönen, keine Ahnung, verschiedenste Töne.
Dann habe ich in dem linken Schälchen habe ich meine Chamäleonfarben. Da werde ich mit Blau, Grün und Lila Farben benutzen. Das sind Farben, die verändern ihr Farbspektrum, je nachdem, wie man die Karte hält. Na, sehen sie entweder mehr bläulich, mehr grünlich aus und das sieht natürlich für diese Art hier, dieses Frostige, was ich machen wollte, sind die super. Und ja, dann wünsche ich jetzt erst nochmal viel Spaß beim Zuschauen. Auch bei der Gestaltung der Äste gibt es natürlich unheimlich viele Möglichkeiten. Ich habe das hier nochmal, bei dem Baum kriegt der Ast ein paar Blätter. Man kann auch nur Zweige malen, man kann nur Querstriche malen. Ihr werdet das noch sehen, da kommen auch einfach nur Ringe mal oder Pünktchen. Also auch da ist unheimlich viel möglich, ganz verschiedene Muster und Formen reinzubringen. Und das macht das Ganze dann ganz spannend hinterher. Ja, dreht euch euer Werkstück, ne? Mache ich auch mal auf den Kopf, damit ich nicht immer mit dem Handballen in die frischen Farben patsche. Dafür ist das super, wenn man sich das ein bisschen aufklebt, so wie ich es hier auf eine Pappe gemacht habe, dann ist das flexibel. Und ja, immer so, dass es angenehm ist zu malen.
Das Papier, was ich hier übrigens benutze, ist ein Aquarellpapier von Hannemühle, das Britannia, 300 Gramm, ein raues Papier. Das hat auch eine ordentliche Struktur, die sieht man nur leider gar nicht so sehr hier auf dem Video. Und das Klebeband ist wieder das Frog Tape. Das macht super gerade Kanten, da läuft nichts drunter. Ne? Das hat so ein aufquellendes Material irgendwie mit drin und dadurch habt ihr ganz, ganz, ganz klare Kanten. Nicht wie bei manch anderen Tesa-Crepe und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist nicht sehr billig, aber wer richtig schöne Kanten haben möchte, für den ist dieses unverzichtbar, dieses Klebeband. Und meine frostige Winterlandschaft ist fertig. Ich habe sie heute mal auf eine weiße Karte geklebt. Ich finde es richtig schön, glitzerig, gelungen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und jetzt folgen noch ein paar Detailansichten. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Melanie.